Rettet die Bienen. Das war der Aufruf zum bisher erfolgreichsten Volksbegehren in Bayern überhaupt. 1,8 Millionen Bayern sind in die Rathäuser gegangen und haben dem Artenschutz ihre Stimme gegeben. Aber nicht nur deswegen ist das Volksbegehren so erfolgreich gewesen, auch weil es inzwischen Gesetz geworden ist. Die Landwirte müssen sich umstellen, aber nicht nur die, auch die Kommunen müssen ihren Teil dazu beitragen. Aus dem Oberallgäu und Kempten, diesmal unter anderem aus Bad Hindelang, wo der Bauhof inzwischen mehr tut als nur Rasenmähen. Ein ganz normaler Tag beim Bauhof in Bad Hindelang, genauer gesagt bei der Gartenbauabteilung. Andreas Glatz und seine Kollegen machen sich auf den Weg nach Hinterstein. Sie kümmern sich um die kommunalen Grünflächen. Eine Wiese mähen steht an. Davon gibt's hier einige. Seit das Volksbegehren zum Artenschutz Gesetz ist, müssen auch Kommunen ihre Grünflächen anders pflegen. Nämlich so, dass sich viele heimische Insekten ansiedeln. Dafür wurden die Bauhofmitarbeiter geschult. Es war sehr informativ für uns und hat uns auch bestätigt in dem, wie wir es machen. Nicht viel Neues also, anders als vielleicht in Großstädten, hat man hier schon immer viel richtig gemacht. Ja, die Mähvorgänge, die wurden uns ja eigentlich schon von früher her, von unseren Vorvätern, sage ich mal schon, so beigebracht. Also entsprechend der Jahreszeit, wie man mähen muss. Magere Wiesen mäht man später. Die fetten, dicken Böden müssen dann öfters gemäht werden. Diese Magerwiese wurde schon länger nicht gemäht. Das Ergebnis sind viele Wiesenblumen. So langsam kommen Gras und Unkraut durch. Jetzt steht wieder eine Maat an, sonst gewinnt das Gras die Überhand und ist dann für viele Insekten uninteressant. Und die will man ja haben. Aber nicht alle Grünflächen in den Gemeinden werden zu Blühwiesen. Den sauberen, kurzen Rasen gibt es natürlich auch noch. Wir behandeln halt nicht alle Flächen gleich. Also man muss es ein bisschen unterscheiden. Ist es eine Kuranlage mit ums Tretbecken herum oder die Kindergärten, die müssen dann regelmäßig gemäht werden. Aber manche Flächen, Hügelflächen, sage ich mal, die lässt man auch noch länger stehen dann. Im Zentrum von Bad Hindelang dominieren nach wie vor die Blumen, die einmal im Jahr gepflanzt werden, um einfach schön auszusehen. Auch die pflanzt das Team um Andreas Glatz, aber sie haben auch im Ort eine kleine Landebahn für Insekten gestaltet. Am Busbahnhof wachsen mehrjährige Wildblumen. Das öffentliche Interesse am Artenschutz ist groß. Alle wollen die Insektenwiesen. Andreas Glatz und Kollegen sind sogar schon mehrmals beschimpft worden, wenn sie eine Blühwiese gemäht haben. Aber man kann den Leuten gar nicht böse sein, weil durch die Medien wurden sie ja so informiert, auch nicht immer richtig. Es ist halt, wie gesagt, so ein Halbwissen, wo die Leute haben. Vielleicht können wir ja dann mit diesem Beitrag etwas mehr aufklären. Wir sind beim Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen. Hier gibt es eine eigene Stelle, die sich unter anderem um die Grünflächen in den Kommunen kümmert. Bernd Brunner ist Kreisfachberater für Landespflege und berät den Landkreis, aber auch die Bürger und die Kommunen, auch zum Thema Artenvielfalt. Also die Bauhöfe sind ja an dem Thema eigentlich schon mehrere Jahre dran. Das liegt auch ein bisschen an meiner Arbeit. Ich behandle eigentlich das Thema Blühwiesen und Artenvielfalt schon mehrere Jahre. Es war bisher halt eher so ein bisschen eine Randerscheinung. Jetzt ist es halt in den Fokus gerückt. Und manche sind da schon sehr weit. Die haben auch schon Fortbildungen bei mir besucht. Für andere ist es eher nur Neuland. Aber im Prinzip geht es einfach darum, sage ich mal, das traditionelle Pflegemanagement. Das heißt einfach x-mal im Jahr darüber zu mähen, damit es einfach nur schön ordentlich ausschaut, dass man das halt praktisch diese Grenze mal übersteigt und auch mal überlegt, wie kann ich so eine Fläche auch anders behandeln. Die Wiese direkt vor dem Landratsamt ist so eine typische kommunale Grünfläche. So wie hier in Sonthofen werden viele Grünflächen gestaltet, das Gras relativ kurz, ein paar Blumen fürs Auge, schön, aber nicht unbedingt eine Landebahn für Insekten. Natürlich könnte man das anders machen, sobald man aufhört, diese Wiese regelmäßig zu mähen und auch weiterhin schaut, dass man keine Nährstoffe zuführt, indem man zum Beispiel das Schnittgut liegen lässt, wird sich sehr schnell auf so einer Fläche dann auch eine größere Artenvielfalt einstellen. Aber
meine Erfahrung zeigt natürlich auch, das muss natürlich auch von den Bürgern akzeptiert werden. Und gerade solche Flächen natürlich, die innerorts sind und die stark, sage ich mal, wahrgenommen werden im täglichen Leben, da gibt es halt dann sehr schnell natürlich Stimmen, die fordern, das ist unordentlich oder man müsste das doch wieder mehr pflegen. Aber das ist natürlich in Bezug auf die Artenvielfalt natürlich kontraproduktiv. Auch der Landschaftspflegeverband Oberallgäu Kempten arbeitet beim Thema Blühwiese eng mit dem Landratsamt und den Kommunen zusammen. Biologin Leonie Schäfer berät Gemeinden in puncto Artenvielfalt auf ihren Grundstücken und auch die Bauhöfe. Neu war tatsächlich, denke ich, für einige, dass eben nicht nur aus jetzt einer pflegerischen Logik, sondern tatsächlich auch aus naturschutzfachlicher Logik viele Flächen früher gemäht werden müssen, weil sie sich sonst gar nicht zu einer artenreichen entwickeln können. Viele Baumitarbeiter waren auch schon verunsichert, weil sie jetzt erst recht natürlich nach diesem Volksbegehren angesprochen werden. Mensch, wieso mäht ihr denn die Wiese oder da blüht ja noch was? Um diesen Vorwürfen entgegen wirklich selbstbewusst die richtige Pflege durchführen zu können, haben wir diese Infoveranstaltung machen wollen, damit den Bauhöfen klar ist, manche Flächen muss man früh mähen, auch während die Blüten noch auf der Fläche da sind, um den Nährstoffentzug zu haben. Um die Vielfalt der heimischen Arten zu vermehren, genügt es nicht, eine Wiese sich selbst zu überlassen. Eine Grünfläche, die wie ein Golfrasen gepflegt wird, ist genauso uninteressant für die schützenswerten Insekten wie ein Stück Land, um das sich gar nicht gekümmert wird. Ein Mittelweg wäre das Beste und nach diesem wird auch verfahren. Der Mittelweg ist tatsächlich die mittlere Nutzung. Also da gibt es auch wirklich eine wissenschaftlich belegte Hypothese weltweit, dass eben eine mittlere Nutzung tatsächlich die höchste Artenvielfalt schafft und erhält. Das heißt, mache ich zu viel, ganz viel Dünger, ganz oft mähen, dann kommen da natürlich nur noch sehr wenige dran angepasste Arten noch vor. Mache ich letztendlich gar nichts, bedeutet das aber bei uns hier, dass letztendlich Gebüsch aufkommt, irgendwann hat man da nur noch Gehölze, es ist schattig. Damit kommen dann eben auch nur noch ein paar wenige Arten zurecht. Die größte Vielfalt hat man tatsächlich, wenn man es etwas nutzt, sprich etwas mäht, aber nicht zu oft im Jahr, sodass letztendlich tatsächlich eine Blütenvielfalt dort vorkommen kann und entsprechend mit der Blütenvielfalt auch die ganzen Insekten. Ein Wort, das in diesen Zusammenhängen immer wieder fällt, ist der Begriff von den Trittsteinchen. Das bedeutet, es muss nicht immer ein Hektar großes Biotop sein, sondern auch kleine Flächen erfüllen ihren Zweck. Da sind sich die Landschaftspfleger einig. Für sie sind große Flächen genauso wertvoll wie Dächer oder Verkehrsinseln. Gemeinden haben viele verschiedene Flächen. Das sind teils welche, die sind wirklich außerorts, grenzen schon an Biotopflächen, sind teils in Naturschutzgebieten. Ich meine, das sind natürlich sehr, sehr hochwertige Flächen, wo man wirklich eine großartige Artenvielfalt erhalten kann. Aber auch auf kleineren Flächen wirklich irgendwelche Randstreifen, irgendwelche ungenutzten Flächen innerhalb der Kommune oder tatsächlich, wie genannt, die Verkehrsinsel. Selbst die können wertvolle Biotop-Trittsteinchen sein für viele Arten. Und selbst da lohnt sich eine entsprechende Pflege, dass man mehr Arten herbekommt. Im Prinzip zählt natürlich einfach die Anzahl in Zukunft, was wir an so Flächen haben, egal wie groß sie sind. Man spricht von sogenannten Trittsteinbiotopen. Man sagt einfach Anflugflächen, wo einfach die Insekten hier Pause machen können, Nahrung finden. Das ist dann egal, ob die nur 5 Quadratmeter hat oder 50 Quadratmeter. Und das macht natürlich auch die Privatgärten natürlich in Zukunft bei diesem Thema so interessant. Also auch die Gartenbesitzer sollten da in Zukunft ein bisschen umdenken. Die Zukunft ist woanders schon lange Realität. Wir besuchen einen ganz besonderen Gartenbesitzer. Dazu verlassen wir das Oberallgäu und fahren nach Kaufbeuren. Hier macht Dr. Christoph Greifenhagen seit über 45 Jahren das, worüber jetzt alle sprechen. Sein Garten ist das reinste Naturreservat, aber das wächst hier auch nicht einfach so. Auch hier steckt viel Arbeit und viel Wissen drin. Der Garten ist in mehrere Zonen unterteilt und überall wachsen Arten, die von alleine nie gekommen wären. Das Wissen und etwas Arbeit vorausgesetzt, könnte so einen Garten jeder anlegen, meint Christoph Greifenhagen. Das kann jeder machen. Denn der einzige Aufwand ist, dass man
den Humus, den oberen mit der Grasnarbe entfernt und dann ganz sterilen Wandkies einbringt, wie er aus der Kiesgrube kommt. Und dann kann man oben noch diesen, nur zum Anwachsen, 2 Zentimeter hoch diesen thermisch behandelten, hygienisierten Kompost aufbringen und dann kann man ansehen. Greifenhagen ist seiner Zeit voraus. Der 85-jährige Internist gilt nicht nur in Kaufbeuren als Pionier auf dem Gebiet der Naturgärten und sein Garten gilt als der älteste in Deutschland. Greifenhagen gibt sein Wissen weiter. Bei Vorträgen und Führungen zeigt er Interessierten, was alles möglich ist. Auch wenn Artenschutz und Artenvielfalt jetzt in aller Munde sind, ein Geschäft will er daraus nicht machen. Nein, nein, ich mache das ganz bewusst. Alles nur für vergelt's Gott oder ich sage dafür Brotzeit und eine halbe Bier. Und ich habe für meine über, weiß ich wie 100 Führungen und Exkursionen oder Vorträge noch nie was verlangt. Das mache ich nicht, brauche ich nicht. Das ist kann ich mir keine goldene Nase mit verdienen. Wertvoll ist seine Arbeit trotzdem. Mitten in einem Kaufbeurer Wohngebiet hat er eine Naturwiese geschaffen. Sein Projekt Allgäuer Wiesen zeigt, wie ungenutzte Flächen zu Oasen für Pflanzen und Insekten werden. 800 Quadratmeter Kalkmagerrasen hat Greifenhagen größtenteils alleine hier angelegt. Ja, ich will versuchen, diesen Wiesentyp wieder zu beleben und vor allen Dingen auch der Jugend, die so eine Wiese in ihrem Leben noch nie gesehen hat, wieder erlebbar zu machen. Deshalb auch, dass man durchgeht, dass man das fühlt und gleichzeitig auch die Steine, auf dem Gestein, auf dem Boden, auf dem das wächst, hier anschaulich darzustellen in Form von einem kleinen Geologikum mit den entsprechenden Steinen, die der Gletscher hier vor 50, 40 oder 30.000 Jahren abgelagert hat. 15 solcher Blühwiesen hat Christoph Greifenhagen in Kaufbeuren schon angelegt. Allein auf dieser ist mehr Artenvielfalt zu beobachten als wahrscheinlich in allen Gärten drumherum. Etwas Geduld braucht man, sagt er. Bis ein Kalkmagerrasen so aussieht wie der hier, dauert es rund 5 Jahre. Aber es lohnt sich. Alles, was Christoph Greifenhagen fehlt, ist ein Nachfolger, der sein Werk weiterführt. Es gibt zwar viele Freunde, die mir helfen, aber mit keiner das managen können oder hat auch nicht das Know-how, was darauf ankommt. Es sind so viele Kleinigkeiten, die man nur lernt, wenn man Fehler macht. Und ich habe viele Fehler auch gemacht. Und daraus lernt man und jedes Jahr kommt was Neues dazu. Unglaublich. Auch wenn kommunale Grünflächen und Privatgärten gerade einmal 2% der Fläche in Bayern ausmachen, im Oberallgäu ist der Anfang gemacht. Auch hier soll es in den nächsten Jahren blühen und summen. Etwas wird es noch dauern. Naturprozesse brauchen halt ihre Zeit. Ja, das war aus dem Oberallgäu und Kempten für dieses Mal. Vielleicht haben ja auch Sie was für Ihren Garten mitgenommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.